Servus, Salve und Hallo. Es ist Mittwoch, es ist der 26. Mai, wir haben 17.31 Uhr, der DAX rechnet noch, aber mein Gott, so langweilig wie der heute war, da wird auch nicht mehr allzu viel passieren, glaube ich zumindest nicht. Bevor ich es vergesse, das ist am Montag, Börse at Home, wenn man da geht auf börse-frankfurt.de und da sieht man meine Visage, das ist am Montag, den 31. Mai um 12 Uhr. Wenn man dann da drauf drückt, kann man sich hier kostenfrei anmelden. Ich werde so eine halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten haben, um da ein bisschen was sagen zu können für verschiedene Werte. Ihr könnt es gern, die es noch nicht gemacht haben, über Facebook oder sonst wo, ihr könnt es gern unter den YouTube-Film schreiben. Versucht doch mal in Deutschland zu bleiben. Also es sind bis jetzt schon, ich weiß nicht, über 80 Wünsche eingegangen. Ich kann nur 5 oder 6 machen. Also ich versuche 7 zu machen, noch einen rauszuhandeln. Für jeden 5 Minuten dann mal gucken. Aber schauen wir mal an DAX hier. Ich hatte diesen Trendkanal eigentlich schon rausgenommen, aber der kommt schon wieder rein, weil wir sind jetzt zweimal im oberen Band gewesen. Wir haben ein Intraday-All-Time-High gemacht und jetzt verbindet sich diese obere Trendkante mit der 10-Tage-Linie. Darüber hinaus passiert Folgendes, wenn ich die Fibos anlege, hier von der letzten Bewegung, ist bei 15.346 ist das 38er. Das ist hier so ein kompletter Bereich, so um die 40 Punkte rum, zwischen 15.346 und ganz grob 82. Das ist so eine Soft Landing Area, da kommt also einiges zusammen. Das kann er sehen, er geht einfach nicht weit genug weg, er nimmt das neue All-Time High lediglich als Verkaufssignal an, aber nicht als weiteres Kaufsignal, um höher zu gehen. Gut, das ist ein gutes Recht, ja, das kann ich ihm nicht vorschreiben, was er zu machen hat. Aber wir sind von der Technik her, das ist wie gesagt hier der Tag, sind wir hier völlig neutral wegen der insgesamt doch sehr lang anhaltenden Seitwärtsphase. Und wir sind noch nicht negativ über die Stochastik. Ich hole das mal ein bisschen zurück, dass man das sieht. Das kann sowas hier werden. Da hat sich das über 2 Monate gezogen. Ich weiß es nicht, was der hier macht. Also vom Tag her habe ich kein sinniges Signal. Ich muss nur befürchten, wenn wir diesen Bereich hier, die 38,2, unterbieten, dass wir uns wenigstens mit der 20-Tage-Linie nochmal unterhalten. Schauen wir mal auf 4 Stunden, da ist ein bisschen deutlicher. Da ist zumindest jetzt Folgendes passiert, dass diese kleine Bewegung hier ausreicht, um den Oszillator schon wieder in den negativen Bereich zu holen, also in den überverkauften Bereich. Diese Kerze ist jetzt 4 Stunden, wie gesagt, geht jetzt noch bis 20 Uhr. Das muss man einfach mal ein bisschen abwarten. Wir sind auch vom MACD her eher leicht negativ, sodass eine große Wahrscheinlichkeit besteht aufgrund der 4-Stunden-Kerze, dass wir diesen Bereich um 15.380 wenigstens mal anknabbern. Aber ansonsten ist hier auch momentan wirklich nichts Deutliches. Über die Stunde, das ist diesmal auch keine Hilfe. Ich hole es mal näher ran. Also nicht näher, sondern so, dass man mehr sieht. Wir haben jetzt hier das abgegeben von diesem Intraday All-Time High. Das haben wir abgegeben. Wir sind nach wie vor völlig neutral über den Trendfolger. Und was die Stochastik hier macht, das hätte ein schöneres Signal sein können, aber der Markt nimmt es nicht an. Auffallend ist, dass die Bänder nach wie vor sehr eng sind. 15.409 zu 15.546. Das ist wenig. Irgendwie fehlt dem Markt ein Impuls nach oben oder unten. Und tatsächlich ist es so, dass viele Werte, nehmen wir heute mal VW, sind bei 2,23, gehen runter auf 17, jetzt sind sie wieder 20,5 wegen dieser Lamborghini-Geschichte. Die Aktien wissen momentan auch nicht so recht, was sie machen sollen. Die starken Werte der letzten Woche, so ist die Deutsche Bank, hat jetzt heute mal ein bisschen nachgegeben. Ich habe hier kein wirklich sinniges, deutliches Signal. Die kriege ich erst, wenn wir über 15.600 gehen und schließen. Oder unter der 20-Tage-Linie. Und wo war die nochmal jetzt ganz genau? Hier, bei 15.274. Dann ist das für mich ein bisschen deutlicher. Vorher, und das ist rein vom Chart her, vorher habe ich jetzt hier nichts. Ich gehe nochmal auf die Stunde und zeige euch mal Scheine, die ich mir mal ausgesucht habe. Für den Fall, dass wir über die 16.000 gehen, wobei ich das hier als erstes Warnsignal nehmen würde, ja, die ist ein Überbieten der 15.550, nehme ich einen Schein, das war dieser hier, 15.064.
da sind wir unter diesem letzten Zwischentief. 15.064 sind wir hier, wo jetzt die Maus ist. Das wäre dann eine Möglichkeit. Das ist ein 40er Hebel. Die macht schon plopp, wenn die mal losgeht. Und das ist die Kennnummer, das ist ein Open-End-Schein, Gustav Heinrich 6 FCD. Und beim Short, mal gucken, was mir der 40er Hebel sagt. Das wär mir zu knapp. Also 15.800 bzw. hier 15.834, das ist mir zu knapp. Ich muss hinter die 16.100 kommen. Für den Fall, dass der wirklich mal durch irgendeine Meldung hier oben drüber hinausgeht. Und da bin ich so beim 23er Hebel, müsste das sein. Ups. Machen wir mal einen 22er hier. Das passt. 16.155. Das wird jetzt hier vom Chart gar nicht gezeigt. Der ist also noch hier oben drüber. Muss ich das mal ein bisschen runterholen. Weil es reden mir zu viele Leute den Markt zu schwach. Muss ich ganz klar sagen. Das heißt, der hat nach wie vor die Chance, hier rauszugehen. Und wenn, dann geht es schnell. Aber er muss das endlich mal machen. 16.155 ist die GH2SJU. GH2SJU. Der käme bei mir in Betracht, wenn wir die 20-Tage-Linie bei 15.274, wenn wir die unterbieten mit Schlusskurs. Manchmal oder eigentlich meistens ist es an der Seitenlinie zu stehen gar nicht so verkehrt. Und statt Long oder Short ist Seitenlinie auch eine Position. Ja, also ich habe jetzt seit 3 Tagen nichts mehr gehandelt. Hier und jetzt um 17.38 Uhr wüsste ich auch nicht, was ich machen sollte. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.